Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Wie ihr seht, wir sind wieder unterwegs zu einem Bekannten, der einen Porsche Panamera hätte, also ein wirklich Bombenauto. Werden wir euch vorstellen und weiter geht's nach dem Intro. So Leute, jetzt sind wir im besagten Objekt, Porsche Panamera, 4,8 Liter, 400 PS, 500 Newtonmeter, Baujahr 2009. Wie wir sehen, eine schöne, geile Business-Limousine. Und ich sag mal so, wir holen gleich uns den Besitzer schon mal. Der kann sich dann mal kurz bei euch vorstellen. Und ja. Hallo, ich bin der Mikro Minacik kurz. Bin 21 Jahre alt. Wir machen den Verkauf von Autos schon seit 1,5 Jahren. Und ja. Ist das so das Gefühl, was die meisten sagen, dass Porsche dich in den Bann zieht, dass du dann wirklich nur noch mehr Porsche willst? Genau, wenn du einen Porsche hast, dann willst du eigentlich nicht mehr umsteigen auf keine Ahnung was. Mhm. Du wirst definitiv also bei Porsche bleiben. Also so bei dem vom Feeling her. Genau, ja. Okay, und die Blicke ziehst du wahrscheinlich auch mächtig auf dich. Das ist mir aufgefallen, als ich auf der Straße gefahren bin. Bin gefahren und jeder macht dir die Straße frei, die geben dir Vorrang. Echt, also oder? Das macht viel Spaß. Also nicht so ein auf Hater, böser Blick und so. Also es gibt schon einige, die stempeln dich gleich als... Du weißt, was ich meine, aber ja, im Großen und Ganzen. Ja, nichts können quasi. Ja, genau. Okay. Gibt es einige von denen. Ja, cool. War auch eine coole Idee, denke ich, von Porsche, eine Business-Limousine zu machen. Ja. Ein bisschen unübersichtliches Auto. Schon? Ja, also ohne Rückfahrkamera, rückwärts auspacken ist schwer. Deswegen haben die meisten auch wirklich volle Hütte mit allem. Sensoren, Kamera und. Also ein bisschen, wie gesagt, ein unübersichtliches Auto, aber macht richtig Spaß und Laune zu fahren. Ja, das ist schon wichtig. Du hast ja gesagt, das fühlt sich gut an und das Gefühl und alles. Dann kannst du uns ja, glaube ich, das will jeder mal sehen, eine kleine Soundprobe geben, oder? Ja, können wir machen, gerne. Nice. Ja, typisch V8, oder? Ja, den typischen Porsche V8 Saugersaugen. Ja. Was ich sympathisch finde oder cool finde, ist, dass du das Auto danach nur laufen lässt. Die meisten drücken aufs Gas und schalten gleich wieder aus, was kacke ist für ein Auto. Das sind die Nichtkenner. Ja, genau. Obwohl Sauger ist normal nicht so schlimm, aber immer desto trotz gut einfach ein bisschen nachlaufen lassen. Ja. Aber wenn ja gerade offen ist, können wir mal gucken. Sieht man auch hier alles wirklich schön in Aluminium, Carbon, schön verarbeitet, sehr hochwertig. Und du hast auch gesagt, der hat volle Hütte. Ja, der hat wirklich volle Hütte. Von Memo-Sitzen bis Sitzheizung, Sitzkühlung, alles. Lenkradheizung, also der hat das Sport-Chrono-Paket mit der Stoppuhr, kannst du 0-100 Messungen machen. Also für Racetrack quasi. Ja, du kannst wirklich einiges machen. Coole Sache. Ja. Belüftete Sitze nehmen wir auch noch. Ja, vorne hinten Sitzheizung und Belüftung, hinten Sitzheizung. Schaut halt meiner Meinung nach aus wie ein Flugzeug mit den ganzen Knöpfen. Ja, hinten können wir auch mal reingucken. Wir auch cool aus, hier mit TV sogar. Ist schlecht. Und original Porsche Kopfhörer hinten im Kofferraum. Echt? Ja. Ich würde nicht so gut. Machen wir mal kurz aus. Na hier sogar die Kopfhörer, ja, cool hier. Sieht man das gut, Kopfhörer drin. Sehr sauber auch drin. Schön, oder? Platz auch genug eigentlich. Ja, für einen Ich sag mal so, für keine, also für große Koffer geht das nicht, aber so als Business-Limousine für ein bisschen Gepäck. Ja. Schon coole Sache, ja. Wie auch drin Sachen, oder? Da hat die Batterie und alles drin. Ah, das ist der Subwoofer für die Bose-Anlage, nicht schlecht. Ja. Wird auch wahrscheinlich ordentlich Bums machen, oder? Ja. Schon cool sowas zu sehen eigentlich. Ja. So, und dann zeigen wir euch mal das Herzstück von dem. Porsche untypisch eigentlich vorne, aber nichtsdestotrotz. Mal aufmachen, bevor ich es kaputt mache. So, sieht man schon. Das sieht geil aus. Wie gesagt, 4,8 Liter V8 Sauger mit 400 PS und 500 Newtonmeter. Schaut schon geil aus. So. Tarnsaugbrücke. Und das Ding, aber wenn man so guckt, eigentlich voll. Nicht viel Platz für irgendetwas. Das ist cool, ja. Hier Marder-Ding, oder? Eine coole Sache. Wir werden auf jeden Fall, also heute ist nur so ein kleines Vorstellungsvideo, wir werden auf jeden Fall noch ein ordentliches Car Review machen für die das interessiert, wo wir dann wirklich spezifisch auf den Motor eingehen können, auf die ganze Ausstattung, auf die Bauzeiten, alles dann. Ja. Aber ich würde mal sagen, ich glaube, die meisten von euch würden auch gerne wissen, wie sich das anfühlt.
werden jetzt eine kleine Runde damit drehen, ein bisschen so über das Auto, über die Ausstattung quatschen und dann sehen wir uns gleich drin. So, wie man hier hinten sieht, hat er auch eigentlich alles, quasi 4 Zonen Klimaautomatik. Man kann wirklich den Sitz hier komplett alleine mit Sitzheizung und allem einstellen, die Temperatur, die Geschwindigkeit der Temperatur, Lüftung separat und das auf beiden Seiten, ist eigentlich echt ein cooles Feature. Hier hat man dann auch noch ein Fach für Getränke und ja, so sieht es dann hinten aus. Aber ich würde mal sagen, wir fahren jetzt einfach mal los, weil ich glaube, das möchte auch jeder von euch mal sehen, wie sich das so anfühlt. Okay, wenn man hier sieht, hat er recht gehabt, sieht wirklich wie ein Flugzeug aus, alles schön längs gezogen. Hier sieht man auch, kann man Sport, Sport Plus machen, Fahrwerk einstellen, Hörenverstellung vom Fahrwerk. Hier das kann man Geiste natürlich, Klappenauspuff. Ja, das braucht man natürlich. Klappenauspuffanlage ab Werk, das ja, PDK, mal. Porsche Doppelkupplungsgetriebe mit 7 Gängen. Ich muss sagen, schaltet butterweich, außer ja. Im Sport Plus, weil wegen dem nächsten Feeling. Mhm. Lenkradheizung hast hier, das Carbon-Lenkrad. Mhm. Also geil, einfach unterteilt mit Leder und Carbon. Genau. Das ist cool, dass die Schaltwippen hier sind. Ja, ja, ja. Schon halt schlecht, wenn man beide Hände auf dem Lenkrad hat. Ja, ja, ja. Also, wie gesagt, muss ich echt cool. Ja, das ist jetzt nochmal eine grobe Einsicht über das Auto. Und wir werden dann auf jeden Fall. Was mir noch gefällt, ist hier die Uhr oben. Das ist echt coole Sache eigentlich. Und das haben nur die Sport-Corona-Pakete. Ja? Ja. Hammer. Das sieht echt cool aus. Macht noch mehr Sportlichkeit. Ja, 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 ja. Okay, cool. Dann fahren wir, glaube ich, mal los, oder? Wassertemperatur haben wir, Öltemperatur haben wir. Ja, Porsche typisch, da sieht man schon ein paar Sachen so auf dem Tachometer, alles so ein bisschen Porsche typisch. Aber ich muss sagen, für das, dass es so sportlich ist, ist vom Komfort eigentlich echt cool. Ja, ja, ja. Denke ich echt gut. Wie bist du eigentlich dazu gekommen mit den Autos oder was war dein Beweggrund, einen Autohandel zu eröffnen? Also ich habe eine höhere technische Lehranstalt abgeschlossen, die mich, wenn ich ehrlich bin, nicht so interessiert hat. Ich habe schon seit klein auf schon eine Begeisterung für Autos. Und das war so der Grund. Kraft hat auf jeden Fall. Ja, genug. Nicht schlecht. Ja, fühlt sich geil an, muss ich sagen. Und der Sound im Innenraum ist schon aber, komfortabel. Ja, aber was ich dazu sagen muss, er zieht zwar echt ordentlich durch, aber das fühlt sich nicht so an, im Auto, sondern man geht wirklich, wie soll ich sagen, so etwas erhabener, gut nach vorne, oder? Ja, ja, ja. Fühlt sich cool an, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, Komfort ohne Ende, Sportlichkeit ohne Ende, wirklich geiles Auto. Ja. Und wie kommt man eigentlich dazu, so ein Auto sich zu holen? Platz eigentlich, weil ich meine, es gibt ja so viele Autos. Was war so der, ja, der Grundgedanke oder der überhaupt Gedanke, warum du gesagt hast, okay, ich muss jetzt ein Panamera haben? Ja, ich dachte mir halt, auf dem Platz fällt ein richtig fettes, geiles Auto. Mhm. Und da kommt eigentlich nicht natürlich nicht nur, aber ein Porsche Panamera kommt da gut in Frage. Ja. Und dann dachte ich mir halt, wir holen einen Porsche Panamera und das haben wir so geregelt, das habe ich von unserer Kundschaft gekauft. Mhm. Also die Firma haben wir schon seit 12 Jahren. Mhm. Das Auto haben wir von einer Kundschaft gekauft, beziehungsweise wir haben getauscht. Der Kunde wollte einen Range Rover. Okay. Wir hatten einen Range Rover. Mhm. Dann haben wir halt getauscht. Es hat sich eben so. Okay, wollte er mal von dem Tiefen wieder ans Hochgehen, genau, oder? Genau, ja, ja, ja. Cool eigentlich. Ja. Ja, und er wollte nicht mehr keinen Benziner mehr, sondern einen Diesel, weil ihm glaubt, der Verbrauch ein bisschen viel war. Oh. Okay, im Schnitt 14,7 ja. Liter sieht man. Ja, für einen V8 Sauger ist eh nicht so viel. Ja klar, also aber ich meine, wenn man ihn natürlich tauscht, genau, pumpt, dann ist ja klar. Genau, oder? Ja, ja. Aber ich meine, cool, ja. Sonst ist es echt ein cooles Auto, ist auch ein tolles Gefühl damit zu fahren. Mhm. Auch vom Fahrwerk her fühlt es sich toll an. Ja, Mann, Blitzer. Scheiß Blitzer. Ja, ja. Na, aber fühlt sich echt cool an. Ich meine, so auch, wenn man jetzt cruist damit, ist schon cool. Power hat auf jeden Fall, aber ich glaube, da hat auch ein Leergewicht von ungefähr 2 Tonnen oder ein bisschen, ja, was drüber, gell? Ich glaube auch so circa, bin jetzt überfragt, aber er ist nicht leicht. Aber für das ist es nicht so leicht, ich laufe da wirklich gut. Er zieht schon ordentlich durch, also kann man echt nichts sagen, wirklich. Ja. Ja, Bombenauto, ehrlich, ja. Allradantrieb. Also die Leistung bringt er definitiv bei Regen auch auf, ja, die, auf die Straße.
Aber chillen wir jetzt ein bisschen. Ja, ja. Na cool, cool, ja. Also war das eigentlich so das Kundenauto. Einmal genau. Und jetzt ist es in deinem Besitz. Ja. Genau, ja, ja. Und was hast du dir preislich so für dieses Auto vorgestellt? Also der ist angeschrieben für 37,99. Mhm. Verhandlungsbasis natürlich. Ja. Uns ist natürlich bewusst, dass es im Netz auch welche für 34 gibt, aber die haben dann schon knapp 200.000 Kilometer drauf. Okay, ja. Da ist halt komplett Checkheft gepflegt bei Porsche. Mhm. Bis auf den letzten Service. Den letzten Service haben wir gemacht in der hauseigenen Werkstatt. Mhm. Und ja, wie gesagt, deswegen ist er ein bisschen höher, der Preis, als die anderen, aber dafür hat er auch knapp 50, 60, 70.000 Kilometer weniger. Klar, ja, das macht's aus bei einem Porsche. Auf jeden Fall, ja. Und V-Max-Sperre gibt es natürlich auch keine. Also auf der deutschen Autobahn kannst du da locker 320 fahren. Ich glaube, das geht mit dem Wagen auch gut. Oder? Ja, geht gut. Da bin ich so schnell auf 250. Mehr wie 250 bin ich noch nicht gefahren. Mhm. Und das reicht eigentlich für den Anfang schon. Ja, ich glaube auch. Na, aber ist cool, ja. Also bei euch bekommt man da in dem Fall ein Komplettpaket, auch wenn man das Auto holt. Genau. Coole Sache, ja. Und das ist die Firma von uns. Die heißt Primo Automotiv. Mhm. Da haben wir Duftbäume bestellt. Okay, na was riechen die denn? Nach Gucci. Gucci? Oh. Nach Gucci Bambu. Also muss sagen, okay. Wirklich, wirklich geil. Ist auch sehr originell, oder? Ja. Das Beste vom Besten. Ja, warum nicht, ja. Man will ja was bieten. Auch heutzutage, wo es sehr viele Autohändler gibt, muss man ja, glaube ich, schon so ein bisschen sich hervorheben. Genau, oder? Welches. Du musst ein bisschen anders sein. Ein bisschen Understatement, ja. Ja. Ne, cool, cool, cool. Also sagst du einfach so, das wurde dir so mehr oder weniger in die Wiege gelegt, das mit dem Auto haben. Genau, ja, ja, ja. Also wie gesagt, ja, Teil abgeschlossen. Mhm. Die Branche war jetzt nicht so meins. Dann dachte ich mir, der Vater hat schon die Firma, warum nicht einfach erweitern? Ja, klar. Dann hast du die Faszination schon quasi von Kindheitstagen ja, an gehabt, klar, mit klar. Dem Auto. Ja, ja, ja. Was gibt dir eigentlich so das Gefühl, wenn du so ein Auto siehst oder jetzt nicht nur jetzt bezüglich Porsche, allgemein einfach so, was gibt dir das Gefühl, wenn du ein Auto siehst oder der Klang, was für eine Emotion vermittelt dir das eigentlich so? Also auf gut Deutsch, ich bekomme... Ich finde es einfach geil, ich weiß nicht, das zieht mich so an, das, mhm. Ich finde es einfach geil, das beruhigt, das befriedigt mich. Also bei mir persönlich zum Beispiel ist das so, ich liebe Autos aus dem Grund, weil einfach diese Linien, man kann sie mit sehr viel vergleichen, zum Beispiel viele Männer oder viele Leute, wie auch Frauen, die vergleichen die Autos mit Frauen zum Beispiel oder mit irgendwas anderem, weißt du, was ich meine? Und das Coole an den Autos ist einfach ja der Sound, verstehst du? Ja. Jedes Auto, ich finde persönlich, jedes Auto hat einen eigenen Klang. Ja, 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 das zum Beispiel dieser V8 Sound ist nicht gleichzusetzen zum Beispiel mit einem Mercedes, BMW ja, oder mit einem Chevrolet oder ja. Mit einem Mercedes oder so. Da hat jeder so sein typisches Startverhalten wie Sound und alles einfach. Genau, das definitiv, ja, das stimmt. Ja, cool. Na, ich würde mal sagen, ja, war jetzt ein kurzes Ding, war aber auch eigentlich nur ein kleines Vorstellungsvideo von dem Herrn hier. Und wir haben uns überlegt, auf jeden Fall eine weitere Zusammenarbeit zu pflegen. Also er hat natürlich auch noch ein paar Autos auf dem Platz. Wird wahrscheinlich interessant sein, weil wir da sehr viel Equipment dann haben, euch dieses oder die anderen Autos auch vorzustellen. Und ja, ich würde mal sagen, ich glaube, das war's heute mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne Abo und Like da lassen. Ihr könnt auch gerne in die Comments schreiben, falls ihr noch gerne mehr wissen möchtet von dem Auto. Wir werden, wie erwähnt, schon ein Car Review machen. Und ja, dann würde ich mal sagen, danke an den Herrn für die Zeit, dass er uns das Auto auch zur Verfügung stellen konnte, beziehungsweise sich da auch vorgestellt hat. Und ja, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.